Verehrte Frau Stadtverordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, vielen Dank, Frau Popp, für Ihre Beschreibung des Wünschens und Wollens, das wir vollständig unterstützen. Selbstverständlich ist es notwendig, so schnell wie möglich Städte umzugestalten, dass sie den Herausforderungen gerechter werden, die Klimaveränderung mit sich bringt, also neben dem Klimaschutz, der natürlich viel, viel energischer vorangetrieben werden muss, brauchen wir tatsächlich Anpassungsmaßnahmen, weil klar ist, dass schon die gesteckten und vertraglich vereinbarten Klimaziele nicht erreicht werden, was eigentlich ein großes Versagen und auch ein großes Problem ist. Jetzt will ich aber was zur Frage sagen, wie eigentlich die Stadt Kassel mit dieser Herausforderung insgesamt umgeht. Es ist ja gut, so einen Antrag zu beschließen und Papier ist geduldig. Aber es stimmt nicht, dass es am teuersten wird, wenn man nichts tut, sondern es wird am teuersten, wenn man das Falsche tut. Und wenn man das Falsche nicht tut, wird es billiger. Ich will es mal ganz konkret machen. Kassel hat die Mehrheit dieser Stadtverordnetenversammlung hat Bebauungspläne beschlossen. Zum Beispiel in der Gänseweide, an der Dönche, am Friedhof in Harleshausen, dort im renaturierten Überschwemmungsgebiet der Geilbach. Das wissen wir alle. Das sind Pläne, die, wenn man sie umsetzt, dazu führen, dass noch mehr Flächen versiegelt werden, dass noch mehr Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Schäden, die dadurch angerichtet werden, auszugleichen. Und es wäre auf jeden Fall sinnvoller, nicht die Schritte in die falsche Richtung zu gehen. Wenn man schon riesige Aufgaben hat, die bestehenden Probleme zu lösen, dann sollte man auf keinen Fall dazu beitragen, dass es noch mehr Probleme gibt. Und ich will auch nochmal in diesen Hotelkomplex an der Fünf-Sterne-Straße als Beispiel nehmen. Wir haben dort noch immer einen grünen Bereich, wo Bäume sind, wo Pflanzen sind, wo Menschen im Sommer Schatten finden. Der soll wegkommen und überbaut werden in dem Hotelkomplex mit samt Tiefgarage. Da frage ich mich natürlich, wie passt das zusammen mit dem Plan, eine Schwammstadt zu entwickeln? Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir glauben. Und deshalb sind wir der Meinung, ja, man soll solche Beschlüsse fassen, aber man soll konsequent in diese Richtung weitergehen. Man soll konsequent zum Beispiel den Platz hier hinter dem Rathaus, der schon ewig versiegelt ist und einen Parkplatz darstellt, entsiegeln. Ohne solche Maßnahmen kommen wir nicht in die Situation, wirklich eine Verbesserung und auch eine Anpassung an die klimatischen Veränderungen in unserer Stadt durchzuführen. Und da wünsche ich mir einfach mehr Konsequenz von der Mehrheit in diesem.